Hab ich erst vor kurzem bekommen, weil das voll arschig ist. So. Na, man muss alle retten. So, jetzt benutzt sie ihre komische Macht, die sie komischerweise irgendwo her hat. Das ist ihre Mutter, oder? Wo hatten Ja. wir die denn her? Die haben wir in der Kanalisation gerettet. Wirklich? Hatten wir das? Ja. Ja, sie kann jetzt auf einmal so einen Laser schießen. Das hat sie jetzt in ganz kurzer Zeit mal gelernt. Ja, wenn man mal mit seiner Mutter zusammengeführt wird, dann kriegt man übernatürliche Fähigkeiten. Ja, und wir sind jetzt eigentlich schon am Ende von dem Akt. Es ist nicht so, dass hier die drei Bosse jeweils ein Drittel sind, sondern den nächsten, den treffen wir gleich. Und das ist auch der coolste Boss im Spiel. Wirklich, welcher ist es denn? Ja, Belial halt. Um den es in dem Akt geht. Mein Gott, wirklich? Wir werden Belial treffen. Oh, das ist so Das ist stark. so ein toller Name, ja. So heißt irgendwie jeder zweite Dämon. Wirklich? Tun sie das? Ja. Was wie auch irgend so ein biblisches Dingens, Kirchens. Ich meine, Belial gibt's in Final Fantasy, in Devil May Cry, glaube ich, gab's genau. Ich nehme mal an, dann wird es wohl wirklich irgendwas biblisches, Naja, das ist biblischen glaube ich so. Zusammenhang haben und deswegen überall auftauchen als Urböses irgendwie. Das ist halt irgendwie so ein Standardname wie Mephisto. Mr. Fisto. So, jetzt macht sie nochmal ihren Laser. Komm, mach Note. Ja, so Kannst doch schwach. gleich sterben gehen. Laser das Ding auf. Alle sind glücklich. Puh. So. Jetzt kommt der coolste Boss. Ich muss hier bleiben und mich um Lea kümmern. Schlacht um Caldeum. Ich nehme an, wir werden mit unserem Leben, was wir gerade haben, nicht sterben. Aber man kann bei dem Boss relativ schnell sterben. Wieso denn? Verrat mir seine Taktik. Worauf muss ich achten? In der ersten Phase kämpfen wir nur gegen Schlangen, denn in der zweiten schmeißt er Zeug rum, was Schaden macht, und in der dritten schmeißt er noch mehr Zeug rum, was bei wenig Leben direkt tötet. Gut. Also musst du einfach darauf achten, wenn irgendwo am Boden ein grüner Kreis ist, dann geh raus. Wenn du drin stehst, kannst du suchen. Wenn du drin stehst, kriegst du Schaden. Ja, das ist jetzt der Typ da oben. Der steht da blöd rum, guckt. Der denkt sich halt, warum soll er was machen? Er hat da seine komischen Schlangenteile. Die werden das schon packen. Warum meine ich Schlangenteile? Warum meine ich Schlangen? Das ist einfallen lassen können. Naja, er ist der Herr der Lügen. Und ich glaube, das steht irgendwie im Zusammenhang damit. Mit Schlangen. Ja, stimmt. Erinnern wir uns an Eva. So, jetzt wird er böse. Diese Welt! Kommt er jetzt runter? Ja, der kommt jetzt tatsächlich runter. Der fährt dann da so ein bisschen rum, dann müssen wir den mal hauen. Okay, mein Skill hat verdammt viel Schaden gemacht. Ja, und jetzt kommt jetzt der richtige Kampf. Jetzt kommt der richtige Kampf. Ja, jetzt kommt der coole Kampf. Jetzt wird er nämlich böse. Wirklich? Ich dachte, er war eben schon böse. Ui. Okay, das ist irgendwie cool. Ja, es ist schade, dass wir auf normal drin sind, weil das dann ziemlich groß. Der prügelt hat da so ein bisschen rum. Gucken. Wenn wir ein bisschen langsamer machen, dann kann er auch mal seine anderen Skills noch benutzen. Ich verstehe überhaupt nichts von dem, was du sagst. Du solltest deinen Sound mal leiser machen, Junge. Sollte ich wohl. Also für die Aufnahme, ich will noch, dass er seinen Meteorangriff hier zeigt. Der ist nämlich auch ganz cool. Da ruft er überall diese Meteore. Ups. Ups. Ein bisschen glücklich, mit der darf er sogar sterben. Aber ich denke nicht, dass der Fall damit drauf geht. Ah. Ja, dann würde ich sagen, finde ich ihn. Finde ich mich, ne? Das war. Rot. Ja. Awesome. Das war ziemlich antiklimatisch, wenn man das so sagt. Heißt es antiklimatisch oder antiklimaktisch oder so? Ich weiß es einfach nicht. Ja, das ist ein komisches Wort. Naja, er sieht cooler aus, als er das dann ist. Aber auf Inferno ist das ein ganz schöner Drecksack. Ja, kann ich mir vorstellen. In letzter Zeit kommen mir sowieso die meisten Worte sehr, sehr seltsam vor. Also auf Inferno klatscht er halt immer auf den Boden und das macht dann so 30.000 Schaden oder so. Das ist dann mal cool, wenn man 20.000 Leben hat. Nett? Ja, jetzt reden wir mal mit Tyrael. Gibt's ja auch noch. Ja, der kann irgendwie nix. Heute ist ein guter Warum denn nicht? Der schwarz ist. Ich bin auch schwarz. Ach stimmt ja, ich kann auch nichts.
so war. Ja, das ist natürlich tragisch. Ja, das ist es wohl. So, und dann gehen wir mal hier in den nächsten Akt. Gehen in den nächsten Akt? Musst du mit dem Typen hier reden. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen. Boah, dann war's das jetzt schon. Jetzt kommt noch eine Cutscene. Jetzt kommt eine Cutscene, die werde ich wahrscheinlich erstmal nicht wegdrücken, weil die immer ganz cool sind. Okay, dann behalten wir die mal. Dürfen wir zwischendrin laden? Das ist mir eigentlich egal, ich laber meistens bei sowas nicht. Aber ich weiß nicht, was passiert, ob geredet wird. Alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Ja, das war Mordor. Ja, wollte ich gerade sagen. Sagen wir aus wie Herr der Ringe. Also, das ist echt... Man kann keine bösartig aussehenden Gebiete machen, die nicht an Mordor erinnern. Mordor war schon ziemlich... Ja, jetzt haben wir dieses obligatorische Schneegebiet. Auch das muss ja in jedem Spiel vorhanden sein. Nicht in Super Mario Sunshine. Ja, das mag am Titel liegen. Ja, da hätten sie auch irgendwie so eine... Weiß nicht, was machen können. Gab's da gar nichts mit Schnee? Nee, ich glaube, da gab's gar nichts mit Schnee. Da am Strand? Vulkan? Der Gruppe? Das Hotel war cool. Also, ja, das Hotel war... Nee, das Hotel war doof. Weil meistens kommt man nicht überall hin. Ja, das stimmt, nee. Aber... Boah, das Level-Designer nicht mal cool. Ein ganzes Level im Hotel. Bis zu Ende. Weiß ich nicht. Stehe ja. Warte. Ich habe mir die Sequenz noch angeschaut. Achso. Die hat weggedrückt, weil die nicht so spannend ist. Wieder 3 Kilometer vorne laufen, was? Ja, die lutscht jetzt permanent an dem Stein rum. Okay.
viel Spaß damit. Ich würde dann die eine Quest können wir ruhig noch machen. Irgendjemand muss die Notfeuer anzünden. Ja, es ist doch Rilla. Ihr habt den Befehl des Engels vernommen. Irgendjemand muss die Notfeuer anzünden. Ja, das hier, die rot-schwarzen Typen, das sind Stadtwachen. Die sind eigentlich ziemliche Lappen. Wir müssen Rohan zur Hilfe rufen. Ja, Hologramme gibt's ja auch. Das ist ziemlich krass. Hologramme. Wo war doch da gerade eben neben dir? Keine Ahnung, wo irgendwas war. Ein Hologramm von Mr. Asmodan. Hab ich mir so vor, oder sah der aus wie Urgott? Ein wenig. Wir haben das Notfeuer gesehen. Wir müssen die restlichen entzünden. Das ist eigentlich, wenn man eine Fernkampfklasse hat, ist das der einfachste Boss im Spiel. Wenn man eine Nahkampfklasse hat, ist das ziemlich arschig. Achtest du das nicht bis zu jetzt? Ist bei vielen Gegnern bis jetzt irgendwie so. Naja, ja. Der Typ, den wir vorher hatten, der ist ziemlich einfach. Der schwebende Zaubertyp da. Aber er hier, der ist halt der einfachste Boss von allen. Wenn man ein Fernkampf ist. Was hat mir gerade geredet? Was? Ja, wir hatten gerade irgendwas geredet, glaube ich. Er hat irgendwas geredet. Meine Seite nicht mehr, das war ein tolles Thema, was wir gerade mal, als wir den Akt angefangen hatten, da kam das irgendwie so aus. Weißt du, wir haben vorhin über Quantum Conundrum geredet. Ja, das ist ja schon länger her. Gerade eben hier nach der Cutscene. Was? Weiß nicht, ich meinte. Der Typ sah aus wie Urgott und dann Fernkämpfer sind super. Ja, Fernkämpfer sind wirklich gut. Der Boss war einfach, der nächste Boss wird auch einfach. Ja, und sowas ganz Zeug halt. Achso, Super Mario Sunshine, oder? Genau. Ach ja, Super Mario Sunshine. Ja, das war ein gutes Spiel. Ja, also ich mochte ja auch Super Mario Galaxy 1 und 2. Ja, ich finde Galaxy 1 und 2 waren somit die besten Mario-Spiele. Ja, ging so. Ich muss mich da mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ich die besser fand als Mario 64. Warum? Ich weiß nicht, irgendwie hat mir das Setting besser gefallen, die Musik war episch. Ja, gut, aber ich mochte diese Levelstruktur. Diese einzelnen Planeten, das war immer. Ja. Ich mochte bei Super Mario 64 eben, dass man da halt diese relativ großen, weitläufigen Level hatte, in denen man machen konnte, was man wollte eigentlich. Und dabei Galaxy 1 und 2 war es halt, du kamst in das Level, hattest deine Mission und dann hattest du da halt diesen vorgegebenen Weg und. Also ich fand, bei Galaxy 1 war das alles ziemlich geil, beim zweiten war es dann so ein bisschen komisch. Also das fand ich dann nicht so gut, dass man dann halt immer nur 2 Sterne pro Level hatte. Ja, das ist halt irgendwie das so war auch das. Wir haben eine Million Ideen, die wir umsetzen wollen und machen jetzt einfach mal ganz. Müssen wir alle in ein Spiel kriegen. War, ja, weiß nicht, vieles war halt verschwendet, viele von diesen Level. Ja, aber es war halt lang, viel Spielzeit geworden und hat Spaß gemacht. Ja, siehst du, das habe ich auch nicht komplett durchgekriegt. Ich habe irgendwie auch nur 124 Sterne oder sowas. Ich habe alle. Wirklich? Alle grün. Ja. Das mit den Grünen, das fand ich irgendwie am coolsten. Das fand ich fast cooler als das normale Spiel. Nee, ich weiß nicht, ich habe. Ja. Ich weiß gar nicht wieso, ich hab's mit meinem Kumpel zusammen immer gezockt und der war jetzt in Schweden oder Norwegen, ich glaube Schweden. Ja, wer weiß es. Und ja. Es ist eine Ehre, haben wir da halt nicht gezockt seitdem. Mehr. Ich hätte vergessen geraten. Ich hab diesen Hype geraten. Ich hab sowieso meine Wii schon seit Ewigkeit nicht mehr angehabt. Ja, ich doch dazu, dass ich nicht meine Wii habe. Ja, das ist ja die von deiner Freundin. Ja, und die ist ja nicht mal modifiziert. Ne? Ja, und? Meine auch nicht. Du verstehst, was ich meine. Ich kaufe mir die Spiele. Ja. Ja. Mario Galaxy 2 habe ich mir sogar gekauft.
Hat er mir gebrannt gehabt. Ja, Okami. Okami hat ein Gedingset gehabt. Ja, das würde ich mir auch nicht kaufen.